Germany's Next Topmodel. Ah, ja. Würdest du ja sagen, wenn sie dich jetzt nach einem Date fragt? Wie viele Ex-Freundinnen habt ihr denn? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Q&A für euch. Wir geben euch mal ein Update aus unserem Leben, was gerade so abgeht. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Warenhagel. Was passiert hier eigentlich gerade? Was geht ab? Okay. Was ist aus dem Fahrschulboom geworden? Die sind zur Fahrschulbanausen geworden. Haben die Elevator Boys Abitur? Ja. Ja. Alle. Alle. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Spät ins Bett, spät ins Bett gehen. Ja, ich würde gerne früh aufstehen, aber ich gehe immer spät ins Bett. Ja, same. Freundin oder Single? Single. Nee, Freundin. Freundin. Single. Beziehungen können sehr schön sein. Ich bin eher der Beziehungstyp. Ich hätte auch mal langsam Lust auf eine Freundin. Bewerbt euch jetzt bei der 0185-4646. Dauerwelle oder Blondierung? Blondierung. Beide. Blondierung. Lockenschaum oder Haarspray? Haarspray. Lockenschaum. Ein Lockenschaumboy. Sneaker oder Boots? Sneaker. Safe. Boots. Blond oder brünett? Schöner Charakter. Rothaarig! Brunett! Rot! Brunett! Nice! Sind die Elevator Boys Millionäre? Mittlerweile Multimillionäre! Wir haben jetzt ja ein paar Millionen Follower auf TikTok, aber das heißt noch ganz lange nicht, dass wir Millionäre sind. Mittlerweile können wir davon leben. TikTok oder Instagram? Instagram. Social Media oder Musik? Boah. Musik. 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 Das eine bedingt das andere, finde ich. Ja, und wir kommen so stark aus dem Social Media. Aber was jetzt gerade Spaß macht. Was macht dir gerade mehr Spaß? Ja, Musik. Shawn Mendes oder Justin Bieber? Justin Bieber. 100% Justin. Justin Bieber. Ich sag Shawn Mendes. Jetzt lass mal Jakob seine Story erzählen. Also Jakob. Was passiert hier? Was war die Story? Also, auf jeden Fall würde ich sagen, 1 hour later. Ja, will ich ja. Also auf jeden Fall. Alter. Sorry. Okay. Jetzt, ich schwöre auf alles jetzt. Okay, also, schauen wir alles. Digga, ich schmeiß dich hier gleich von der Couch runter. 2 hours later. Ja. Da sind wir also fertig. Ich will ja, aber... Was für ein Schlaganfall. Also, Shawn Mendes, wir haben ihn ja hier in Berlin getroffen. Ich hatte das Glück, neben ihm zu sitzen. Sehr, 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 sehr cooler Typ. Erst hat so angefangen, wie man sich auf so Wetten unterhält. Ja, und wie geht's? Ein tolles Outfit, bla, bla, bla. Aber dann ging es relativ schnell dahin, dass er auch so gefragt hat, ah ja, cool, was macht ihr so? Und er hatte damals auch mit Social Media angefangen. Hat er gemeint, ja, wie kommt ihr so generell mit dem ganzen Druck zurecht? Habt ihr noch Kontakt zu eurer Familie? Hat gemeint, dass das ihm voll geholfen hat. Das wurde dann voll schnell, voll persönlich. Hat so versucht, uns so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, was eigentlich voll süß ist. Und hat gemeint, ja, seitdem er wieder zurück zu seiner Familie gefunden hat, geht's ihm mental auch besser, bleibt auf jeden Fall bei euren Familien, das stärkt euch für alles, was kommt. Kai Pflaume oder Klaas Häufer-Umlauf? Boah, das ist gemein. 50-50, darauf sage ich nichts weiter. Die sind beide so charmeure. Klaas ist halt unfassbar lustig und Kai ist halt einfach eine Legende. Wir haben halt Kai nochmal eins der persönlicher kennenlernen dürfen in L.A., hat uns wir haben einen Tag besucht, von daher kennen wir ihn noch besser als Klaas. Arm hoch für Kai, Arm runter für Klaas. Ja, was ist das? Ich will das nicht entscheiden, ja, das ist auch nicht. Gewonnen hat Kai Pflaume oder Heidi Klum. Oh, Digga, nein. Ja, aber wenn wir danach gehen, wenn wir besser kennen, dann müssen wir eigentlich auch wieder Heidi sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee. Wer hat gewonnen? Wir skippen. Heidi Klum oder Jojo? Oh. Heidi. Kai Pflaume. Wir lieben unseren Johannes. Was ist das schlimmste Kompliment, was ihr jemals gemacht bekommen habt? Also ich habe jetzt gerade nichts Genaues mehr von irgendjemandem im Kopf, aber es wird irgendwas gewesen sein in die Richtung wie, ja, keine Ahnung, du bist ja gar nicht so scheiße, wie ich dachte von deinem Social Media her. Damit okay. Ja, da kriegen wir wirklich zu viele Komplimente, um das jetzt beurteilen zu können. In den letzten Tagen gab es eine Schlagzeile, die kursiert ist. Gehen die Elevator Boys bald getrennte Wege? Entschuldigung. Ah, welchen Weg schreitet ihr so an, Jungs? Um die Frage zu beantworten, nein, natürlich nicht. Wir bleiben weiterhin bestehen. Wir wohnen ja auch seit 2 Jahren zusammen. Natürlich gehört es da auch mit dazu, dass wir uns mal fetzen. Zieh!
Das Einzige, was da dran ist, ist, dass wir auch mal unsere eigenen Ziele verfolgen und dann zwischendurch auch jedermann sein eigenes Projekt macht. Aber natürlich gehen wir keine getrennten Wege, wir bleiben als Gruppe genauso weiterhin bestehen. Was Menschen generell oder was Medien manchmal vergessen, wir sind halt alle Individuen immer noch und wir sind nicht nur die Gruppe, wir sind nicht nur die Elevator Boys, sondern wir sind auch Jakob, Benne, Tim, Louis und wie heißt du nochmal? Ja. Deswegen haben wir natürlich auch eigene Interessen, eigene Ziele und irgendwo auch unsere eigenen Wege, aber wir wohnen zusammen und wir haben eigene Projekte zusammen. Tim mit seinem Startup, Jakob mit seinen Fashion-Shows, die hier mit Twitch und ich mit auch meinen Projekten. Wir bleiben für immer Brüder und lieben uns, sind zusammen in einer Fünferbeziehung. Ja! Was ist euch von den letzten Wochen und Monaten besonders im Gedächtnis geblieben? Kapstadt war krass, Mallorca war krass. Haben wir auch Matthummels übrigens getroffen, stimmt, richtig cooler Typ. Wir waren in London, haben Justin Bieber und Hailey Bieber direkt an uns vorbeilaufen sehen. Oh, stimmt. Das war auch ein krasser Moment. Genau an dem Tag haben übrigens Julian und ich uns in diesen VVIP-Bereich geschmissen. Dieses very, very important person haben wir uns da irgendwie reingeschlichen. Dann standen wir auf einmal irgendwie so in dieser Situation zwischen Leonardo DiCaprio und Justin Bieber da zu feiern. Und wir sind ja dann rausgegangen und Haley und Justin waren genau hinter uns und dann kamen die ganzen Paparazzi und wir dachten so, wir werden fotografiert und so. Da waren auch die ganzen Fashion Weeks in Mailand. Da wart ihr bei Mailand. Ibrahimovic hallo gesagt mit der kleinen Hand. Stimmt, Ibrahimovic geprankt. Wir waren jetzt gerade mit Hugh Grant und Chris Pine im Elevator hier bei einer Movie-Premiere. Wir gucken jeden Tag einen Kalender und da steht immer was anderes Verrücktes. Die Sache, an die besonders ich gerade gedacht habe, habt ihr noch nicht gesagt. Germany's Next Topmodel. Ah, das kann man sagen. Wir sind natürlich alle geguckt und sind auch froh. Wir fanden, dass wir eigentlich irgendwie ganz normal so rüberkamen. War super. Wir sind jetzt natürlich nicht die allerbegnadetsten Tänzer da gewesen, aber das ist natürlich auch in Ordnung. Das wussten wir auch vorher. Es ging uns auch viel mehr um den Spaß und um das richtige Rüberbringen des Entertainment-Faktors. Dass man so ein bisschen beibringt, wie improvisiert man, wie reagiert man auf Situationen, auf die man vielleicht nicht so ganz eingestellt ist, weil wir das halt in unseren täglichen Videoproduktionen ziemlich gut lernen und dachten, okay, das ist ein guter Skill für Models zu have. War auf jeden Fall eine riesen Ehre, dann auch mit Heidi in der Jury sitzen zu dürfen. Deswegen vielen, vielen Dank an GTM, vielen, vielen Dank an Heidi. Schreibt mal was Süßes in die Kommentare. Grüße geht raus. Es kursieren das ein oder andere Gerücht. Da wurde ein bisschen mehr reininterpretiert, sagen wir es mal so. Jakob und Cassie. Oh. Statement. Ich habe auch das erste Mal die Brille abgenommen jetzt. Also, das ist ein gutes Zeichen. Als du zurück bist, umgedreht bist, muss ich mir noch genauer angucken. Jakob hat die Sonnenbrille abgesetzt bei mir. Yes. Würdest du ja sagen, wenn sie dich jetzt nach einem Date fragt? Also, sag mal so. Also, ich glaube, sie ist cool. Das war auch das, was mich so eigentlich ganz begeistert hat. Einfach, dass sie cool war und sehr authentisch war. An dem Set hatten wir jetzt auch nicht wirklich viel Zeit, noch abgesehen davon, mit dem Model zu reden. Die müssen direkt in ihre Modelbilder. Daher gibt es ja eigentlich gar nicht so viel Platz für Spekulationen. Sie hat den Job gut gemacht. Wir haben es bewertet. Thumbs up. Wir merken schon, Jakob könnte jetzt noch stundenlang über Cassie schwärmen. Aber wir gehen jetzt mal weiter zur nächsten Frage. Wie sieht's denn in eurem Dating-Leben aktuell aus? Sauber. Ich bin immer noch mit Angelina zusammen. Dating-Game läuft gut. Dankeschön. Ja, Benny, wie sieht's bei dir aus? Gibt ja Gerüchte. Wie viel ist denn da dran? Schalks und Schulz. Schalks und Schulz. Ach, Leute. Ich bin beliebter Gast in ihrer Rose-Show gewesen. Privat sind wir außerordentlich gut befreundet. Sie kann ihn nicht leiden. Wir verstehen uns. Das Liebesleben ist nicht immer etwas, was man dauerhaft auf Social Media teilt. Hat mal Höhen und Tiefen. Gerade eigentlich sehr gut. Beziehungsstatus? Bei mir? Die Antwort gibt's im Lügendetektor-Test. Ihr seid ja super viel unterwegs, erlebt unfassbar viel in sehr, sehr kurzer Zeit. Wie kommt ihr mental damit zurecht? Gar nicht. Just have to say that you're fine when you're not really fine. Es ist wirklich krass, viel zu verarbeiten. Wir denken auch oft, dass wir es einfach wegstecken. Ich finde schon, dass es irgendwie manchmal auffällt, dass wir so echt auch einfach ausgelaugt sind. Ich meine, guck dir den Jakob an. Manchmal schläft der Junge vier Stunden die Nacht für zwei Wochen bei der Fashion Week und dann pennt er 16 Stunden. Es gibt einfach sehr krasse Extreme in dieser ganzen Welt, in der wir unterwegs sind. Es ist oftmals auch nicht nur das Körperliche. Dieser mentale Stress ist immer ein Auge auf einen gerichtet. Man muss irgendwie immer aktiv präsent sein und darunter kann man leicht zerbrechen. Wir sind super glücklich, dass wir in der Gruppe uns so gut supporten können, uns unsere Auszeiten nehmen, mal zurück zur Familie, zu den Freunden fahren, ein bisschen bodenständig. Das ist super wichtig dafür, um mal irgendwie den Kopf so ein bisschen abzuschalten. Man muss so Vollgas geben, sich voll konzentrieren. Wenn man dann Momente hat wie jetzt, wo man so ein bisschen mehr man selbst sein kann, ist man so überalbern. Ich glaube, das ist richtig oft einfach so ein Coping-Mechanismus. Und auch unterschlafen, was daran liegt, dass wir gestern und vorgestern Nacht bis 4 Uhr, glaube ich, im Studio waren. Wir machen Musik! Jubel!
Wann können wir denn mit Musik rechnen? Ich würde sagen, da droppen wir jetzt kein Datum. Dann droppen wir lieber die Musik. Sobald es sich gut anhört. Wir machen das Thema nicht, weil wir jetzt einmal ins Studio gehen, gerade jetzt mal schnell Geld zu verdienen. Und dementsprechend wollen wir das auch gut machen. Und wir wollen uns einfach extrem viel Zeit nehmen, um diese Profession dahinter zu verstehen. Dass die Qualität so weit an den Punkt kommt, dass wir sagen, wir sind zu 100% von dem Song dann überzeugt, dass wir es euch zeigen können. Wir sind sehr, sehr hyped darauf. Stay tuned. Könnt ihr schon einen Teaser geben? Wird das Ganze auf Englisch, Deutsch? It's going to be international for you guys out there. Also in Englisch. Vielleicht machen wir irgendwann auch mal einen deutschen Song, wäre eigentlich auch lustig. Oder so einen deutschen cool. Part fände ich auch mal cool. In Germany we say. Ihr wart in den letzten Wochen, Monaten einige Male in Fernsehshows vertreten. Gibt es denn irgendeine Show, wo ihr gerne nochmal hin würdet oder wo ihr bisher noch nicht wart, wo ihr vielleicht gerne mal hin würdet? Duell um die Welt. Ich würde sehr, sehr gerne die Tonight Show. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, okay. Jimmy. Wir hatten eben schon mal das Thema von Klaas. Wäre es voll cool, wenn wir nochmal zu Late Night Berlin kommen. Ja, das wäre Hammer. Ich fände Stimme die Show sehr nice. Kann ich bei allem mitgehen. Das Einzige, was ich so sagen kann, ist Jimmy Kimmel. Was mir fast sogar noch lieber wäre, gerade in Bezug auf Musik. Ja. James Corden wäre noch so James krass. James Corden, Karaoke wäre so cool. Studio Schmidt. Studio Schmidt, schöne Grüße. Ich habe vor kurzem mit Tommy geschrieben. Der hat mich in seiner Sendung benutzt. Hier, du Langfinger, du. Was macht euch aktuell am meisten Spaß? Wir sind gerade in einer Situation, wo wir genau das machen, was uns Spaß macht. Also wir haben es irgendwie geschafft. Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, unser Hobby zum Beruf zu machen. Wir reisen super viel. Wir arbeiten zusammen, wir drehen zusammen. Alleine TikTok zusammen drehen macht jedes Mal super viel Spaß. Wir haben so für dieses Jahr 2 Hauptprojekte für die Gruppe eigentlich festgelegt. Musik und Schauspiel. Wir haben alle unheimlich viel Spaß als Schauspieler. Musik und Schauspiel sind unsere Gruppenprojekte. Wie viele Ex-Freundinnen habt ihr denn? Tausende. Also I doubt it. Nee, ich habe 2 Ex-Freundinnen. Ich hatte 3. Ich habe 2 Ex-Freundinnen. Ich hatte 0. Und jetzt sage ich gar nichts. Ich habe 2 Ex-Freundinnen. Echt? Du wusstest nicht, dass es 2 hat? Ich auch nicht. Ich hatte auch nur 1. Wann war das? Melanie. Wann? Unangenehme Aufgabe, vielleicht ist sie auch gar nicht so unangenehm. Und zwar war die Frage nach dem letzten Bild in eurer iPhone-Galerie. Wie viele Fotos und Videos habt ihr auf dem Handy? 60.000. 36.000. Ich habe 203.000. 135.000. Ich habe 96.000. Das ist das letzte Foto meiner Galerie. Ich habe eben noch kurz ein Selfie hier von Ben und von Jakob und mir gemacht. Das ist ein Foto von vorhin. Einfach ein Foto von meiner Mom. Ja, ich gerade im Urlaub oder so. Schöne Grüße, Mama. Ich habe hier so ein Screenshot von 2 Tieren, die sich umarmen, weil ich wollte gerade so Sticker erstellen für Angelina und mich. Ich habe vorhin beim Shooting einen Song gehört und den habe ich kurz gesammt und nochmal ein Screenshot. That's it. Für was genau seid ihr jetzt im Moment besonders dankbar? Für alle Stabilitäten in meinem Leben gerade bin ich sehr, sehr dankbar. Also zum einen für meine Familie, für meine Freunde, für meine besten Freunde, mit denen ich zusammen diese Firma gegründet habe, für das Team innerhalb der Firma. Uns geht es allen gut, wir sind alle gesund und ich glaube, dafür sind wir auch alle mega dankbar dafür, dass wir eine Familie haben und Freunde, die wirklich hinter uns stehen. Natürlich in erster Linie auch für euch, weil ohne euch wäre das hier auch überhaupt nicht möglich gewesen. Also ihr seid so ein Riesenteil von diesem ganzen Elevator Boys Projekt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ihr seid der Hauptteil. Ja, ihr seid das Projekt. Ohne euch hätten wir niemanden, der unsere Videos guckt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Den Rest der heißen Antworten gibt es beim Lügendetektor-Test. Detektor-Test. Detektor-Text. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like und ein Abo da. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Das ist so chaotisch. Und ab jetzt laden wir wieder mehr auf YouTube hoch, versprochen. Alles klar. Bitte versprich das nicht. Ciao. Macht's gut. Haut rein. Ciao.